Real natural bodybuilding by the sports scientist. Arbeitssatz. Und zwar haben wir jetzt hier drauf 140 Kilo, wenn ich korrekt rechne, inklusive Stange. Das muss sich der Daniel natürlich ein bisschen konzentrieren. Auf geht's. Da haben wir Muskeln mal richtig überladen, ne? Ja. Jetzt. Da haben wir Muskeln mal richtig gut überladen, ne? Auch nur mit Trainingspartner, ansonsten geht da nichts. Das merkt man immer wieder, wie in der Diät, dass wichtig ist, dass man halt einen Trainingspartner hat. Nimm mal die Kamera. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Trainingspartner? Mir ist es so, ich will jetzt mal schauen, was ohne drin ist. Muss ich dir helfen oder was? Also dann. Nee, lass mal so. Okay. Ich will mal schauen. Konzentrier dich. Wie viele Hunde drin sind, ja? Mir ist das zu riskant jetzt in der Diät einfach. Atme durch. Komm, auf geht's. Komm, muss es vorhin. Langsam raus. Hoch! Mindestens einer noch. Komm! Komm! Hoch! Cool! Starkes Ding, du hast das alleine gemacht. Der war noch alleine. Alter. Du machst mich fertig, Alter. Drei Stück. So, das war gerade. Das war gerade ein richtig geiler Einsatz beiderseits. Daniel ist mir zu Hilfe geeilt, aber ich hab's noch selber geschafft, ja? Karl, ne? Sei es beim Autofahren, beim Training, du machst mich wirklich fertig. Ich muss hier sowohl Kamera halten als auch mal eben drüber. Genau. 140 Kilo, 3 Wiederholungen. Das ist gut, Karl. Leicht negativ. Und absolut zufrieden damit. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen, denke ich. Und jetzt machen wir noch ein paar Sätze. Da wird hinterher der Daniel erklären, was das für ein Trainingsprinzip ist hier bei der ersten Übung. Und auch, warum Negativbank, ja? Warum Negativbank? Letzter Satz, 150 Kilo. Daran werde ich mich dann auch ertasten. Nach dem extrem schweren Satz gerade eben. Und ich werde es dann auch mit Trainingspartner machen. Komm jetzt! Komm! 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 Eins.
also da waren wir definitiv über dem Muskelversagen. Richtig geiler Satz. Extrem geiler Satz. Und ich werde dann schauen, was bei mir dann noch zu holen ist. Dass du ordentlich arbeitest, bis zum letzten Versagen. Wenn du mal das auf drei, dann nimmst du dir das Gewicht auch raus. Schöner, fester, ordentlicher Griff, kann man kommen. Auf geht's. Und denk daran, in der Ruhe liegt die Kraft.